Was geht ab, Elite? Zeus hier zu einem weiteren Part von Rise. Und wir haben hier, schon im zweiten Part sind wir jetzt hier drinnen. Also im zweiten Kapitel sind wir jetzt, sag ich jetzt mal. Und wir legen los. Raus hier. Mach dich bereit. Durchbrich okay, meine Verteidigung. Drücke durchbrechen Y. Die Deckung eines Gegners musst du erst durchbrechen. Ah, okay. Drücke X, sobald die Deckung eines Gegners durchbrochen ist, um ihren Schaden zuzufügen. Aber ich will doch meinem Vater gar keinen Schaden zufügen. Nochmal! Denk daran, durchbrich meine Verteidigung, um mich zu treffen. Okay. Noch einmal! Nein, so wird es nichts. Los, durchbrich meine Verteidigung, du kannst das. Müssen wir zurückgehen? Genau so. Jetzt nochmal, aber triff mich diesmal. Dreimal. Okay. Abgeblockt. Versuch's erneut. Du bist schon hart. Drei Treffer oder es zählt nicht. Komm schon. Einmal noch. Drei. Exzellent gefochten. Ja, ging doch. Super. Mach dich bereit. Komm mal zurück hier. Du hast nur ein kurzes Zeitfenster für das Manöver. So. Konzentrier dich, Varius. Alles eine Frage der Zeit. Noch einmal. Okay. Warte auf den richtigen Moment. Versuch's nochmal. So nicht. Du musst deine Hiebe zeitlich abpassen. Nochmal. Hä? Verstehe ich nicht, was er will von mir. So hart drücken, wenn er leuchtet. Durchbrich meine Verteidigung. Jetzt habe ich ihn aber. Verdammt, verdammt. Hä? War's gut? Nein. Auf ein neues. Mach dich bereit. Ich war noch gar nicht bereit, Mann. Ganz schön komplizierter Kerl. Verdammt. Verdammt, Alter. Der Kerl nervt mich ganz schön, hart. Hey, war vierfach Treffer. Treffer schon. Da schau her. Schon. Jetzt hängt da Gast hier drinnen. Ey, komm, was soll ich machen? Achso, ich glaube, ich muss X ein paar Mal drücken und dann nochmal schaffen, ihn zu blocken, nur mal. Kommt da noch was? Hallo? Greif mich an. Jetzt verknüpfe deine Manöver. Kombinationsangriff. Okay. Perfekte Schläge sind schneller als schlecht abgepasste Schläge. Mann, ich konnte es gar nicht vorlesen, Mann. Wird schon werden, oder? Komm schon! Rhythmus, Marius, Rhythmus! Warte auf den richtigen Moment und schlage zu. Drücke A, um erneut zu versuchen. Drücke B, um zu überspringen. Ich würde sagen, wir überspringen es einfach. Kombiniere deine Manöver. Ich kann schon kämpfen, Leute. Ich habe schon vorhin bewiesen, wie gut ich bin. Genau so. Ein trauriger, meisterhaft, aber stolzer Tag. Der, an dem der Sohn seinen Vater besiegt. Du hast zwar das Schwert gemeistert, aber habe es nicht eilig, es auch zu ziehen. Komm immer zuerst mit offenen Händen. Komm mit, Sohn. Ich hörte, in Rom herrsche große Unzufriedenheit. Ja, wir leben in gefährlichen Zeiten. Diese Wahl könnte alles verändern.
Ich gebe dir das, wie dein Großvater es mir einst gab. Wenn der Tag kommt, deine eigenen Männer zu befehligen, denk an das, was ich dir gleich erzähle. Der Legende nach war Damokles ein großer Krieger. Ein gefeierter Heerführer einer großen Armee. Seine feigen Generäle verließen ihn inmitten einer Schlacht. Als der gefallene Damokles in der Unterwelt ankam, war Nemesis, die Rachegöttin, darüber erzürnt, wie der tapfere Held behandelt wurde. Sie erlaubte es, Damokles in die Welt zurückzukehren als rachsüchtiger Geist. Ein gespenstischer Centurio in schwarzer Rüstung. Um jeden der Generäle, die ihm Unrecht getan hatten, zu töten. Bis heute tragen viele Kommandanten eine Dolchscheide mit dem Bildnis Damokles bei sich. Dieser Dolch erinnert sie daran, stets auf ihre Männer aufzupassen. Sonst erwacht der schwarze Centurio von den Toten und bestraft sie für ihren Egoismus. Septima! Barbaren! Folge mir! Hier diese Bewachen. Geht aber gar nicht. Oh. Drücke nach oben, hinter dem Gegner Bonus-Level zu verursachen. Achso, okay. Ah, oh Mann. Die zwei geistige Kämpfe ist schon hart. Das hab ich aber. Geil, an der Wand. Voll cool eingestellt. Echt gut gemacht, finde ich. Ich mache lieber immer die Regeneration, finde ich, damit ich auch wirklich das aushalte. Ist ja vom A. Genau, geht doch. Geht doch. Ah, Gott, gut, gut. Attacke! Oh yeah. Nimm dies. Wie schmeckt mein Schwert im Bauch? Ich glaube nicht gut. So, ich würde sagen, wir machen weiter. Denn, wir müssen ja unsere Mama beschützen. Oh nein, zu spät. Nein! 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 Ich werde jeden einzelnen von euch töten! Bist du verletzt? Töte ihn! Aua, nicht gut. Alter, der Schwede. Was ist denn los? Eieieiei, der ist tot. Was ist los? Und der Nächste muss dran glauben. Y, Schädel zertreten. Super. Ja, geht doch. Alter, ich sag's euch, das ist auf Dauer ganz schön anstrengend. Okay. Oh, oh, oh. Den kann man killen. Ich will gerne wissen, ob alles auch versagen kann bei der Combo. Und ob das einfach dann wirklich. Der Typ ist tot und kannst du nicht mehr. Weil zum Beispiel, wenn ich einen im Arm abschneide, kann der wohl kaum weitermachen, oder? Ey, bestimmt, ich hab schon ein Combo von 28 mittlerweile. Ey, 30. Alter, das geht eigentlich ab. Soldaten in Richtung. Und weiter geht's. Wow. 38er Kombo schon. Eieiei, der ist tot. Oh, das ist kein Gegner. Muss ich hier durch, oder was? Na, muss ich ihn aufmachen lassen. Er kann es nur. Hat er den Schlüssel dafür, oder was?
Ich bin Zelda, ich bin Link, ich kann mich rollen. Wow. Und wieder Kombo. Zack, der Arm ist schon mal weg. Und ist der Kopf auch weg. Alter Schwede. Also das ist schon ganz schön heftig teilweise, das Spiel. Okay, nochmal. Oh, oh, oh. Ich würde gerne mal absichtlich falsche Knöpfe drücken. Gucken, was da passiert. Oh yeah. Der ist auch hinüber. Oh, oh, okay. Vater! Was ist eigentlich hier los, verdammte Scheiße? Warum kommen ständig Barbaren? Was haben die denn gegen uns? Hör zu, die wollen uns töten, Marius. Wir müssen zum Senat und meine Leute retten. Da! Nur du und ich. Komm schon, Marius. Der Hades! Ja, sie ist gelernt hat von meinem Vater. Yes, da war doch mal ein richtiger Move, Alter. Yay! Ich glaube, mittlerweile könnte ich mich sogar wieder aufleveln, oder? Sollen wir mal nachgucken. Wir haben 4000 Punkte. Gut, ist ein bisschen wenig, gell? Für 4000 kann man da was kaufen? Ja, hier ist ich gerade. Kostet ja nur 100. Und es kostet nur 1000. Jetzt habe ich nur noch was, jetzt habe ich noch 3000 Punkte. Ach, hier geht noch was für 2000. Aber mal alles kaufen, würde ich sagen. Was war das gerade? Nochmal. Ah, alle Projektile auf 6 mittlerweile. 6 Projektile. Und was war das hier? Ach, mehr XP erhalten. Ist ja auch immer geil, oder nicht? Sollte man immer machen. Gesundheit? Geht nichts mehr, gell? Nee, ich habe jetzt noch. Ach, ich habe 34.000. Ja, dann shoppen wir mal ordentlich, oder? Gesundheit erhöhen. Gesundheit erhöhen ist immer gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Fokus. Vielleicht mal irgendwas richtig Teures kaufen. Erhöht die Größe der Fokuskapsel um 20%. Was zum Teufel ist die Fokuskapsel? Habe ich gar nicht, kapiere ich noch überhaupt nicht. Was ist das hier? Auch wieder Fokuspunkte. Komisch. Geh mal auf Kampf mal und kaufen vielleicht diesen 10.000er. Genau. Brennader nach 10 Treffern. Okay, machen wir das mal. Kaufen. Juhu. Super. Dann holen wir uns doch dieses Fokuskapsel-Dingsbums. Und am besten noch das hier unten noch, dass halt die um einen Balken erhöht wird. Auch geil immer. Jetzt habe ich noch 5000 Punkte. Geht da noch irgendwas? Ah ja, hier geht noch was. Ach, Gesundheit erhöhen. Ist immer geil. Gesundheit muss erhöht werden. So, jetzt haben wir wirklich alles verbraucht mit dem Kaufen. Aber wir haben schon ziemlich viel freigeschalten. Da, schau her. Das ist doch ziemlich geil, oder Leute? Würde ich schon sagen. Egal, wir machen weiter. Jo, und los geht's. Y eintreten. Dein Schicksal. Lauf. Aha. Es scheint, als würde die Welt irgendwie aus verrückten Sachen bestehen. Okay, wir laufen weiter. Es aber, Leute, guckt euch mal das an. Wunderschön. Also hier zu leben, das ist schon göttlich. Hä? Ist das hier? Ah, da war irgendwas zum Aufheben. Oh Gott. Ich werde jetzt wieder 1000 Sammlerfolge. Gut, aber auch wunderschön. Ah, die Statue. Alles wunderschön. Also ich finde, man muss sich das auch mal anschauen, weil ich glaube, die Ersteller von dem Spiel. Oh, was ist das hier? Neue Schriftrollen eingesammelt. Ja, sieht man Schriftrollen zum Einsammeln. Ich glaube, ich hänge. Heftig. Aber die haben sich ja voll viel Mühe gegeben, die ganzen Entwickler, um richtig tolle Kulissen zu schaffen.
Und wir hatschen da durch und springen einfach da durch und gucken uns das gar nicht an. Und sowas geht immer gar nicht. Sowas geht gar nicht, Leute. Was ist das hier? Graffiti. Oh, diese Audis. Damals gab es schon Graffitis, da schau her. Und das müssen wir halt, kann einer von euch zufällig Latein? Nero est un juez. Oder irgendwie so. Ich habe keine Ahnung. Ich kann sowas nicht. Hm? Oh. Marius, hier lang. Oh, sehr schön, sehr schön. Ui. Oh, da ist noch ein Objekt. Neue Sehenswürdigkeit freigeschalten. Der leckt mich am Arsch. Stirb, stirb, stirb. Und schon haben wir ihn. Jo, jo, jo. Und der Arm ist mal wieder weg. Und, Hals ist auch weg. Zentubio-Hinrichtung. Ja, schon, ja, es alles gibt. Fadi, schau zu, wie ich es mache. Bist du stolz auf mich? Fadi, bist du stolz auf mich? Zack. Oh yeah. Nächster Rang freigeschalten. Sehr cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hui! 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 Speicherpunkt. Nicht schlecht. Wow, wow. Oh nein, oh nein. Jetzt war's das. Und mit dir war's es auch gleich. Sehr schön. Sehr schön. Oh yeah. Oh ja, ja, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Du musst Platzius warnen. Im Amphitheater. Das muss ja hoch, oder was? Aha, okay. Der zoomt immer schon so an, wo ich hin muss. Das ist sehr interessant. Nach oben mit mir. Nach oben mit mir. Okay. Hier oben drüber. Oh, wunderschöner Anblick. Das Kolosseum, alles drum und dran. Alles wunderschön hier. Wunderschön. Okay, oh nein, und eine tote Frau. Das ist nicht ganz so schön. Okay, Leute, würde ich sagen, dann was ist mit diesem Part? Wir haben uns, wie wir sehen, schon gut weiter vorangearbeitet im zweiten. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Part. Lasst ein Button da, schreibt mir ein schönes Kommentar. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Und bis dahin noch viel Spaß auf YouTube und eine geile Zeit. Ciao, Leute. Oh yeah.